Einen wunderschönen, ihr lieben Tagchen zur Legung. Nur für euch dienend zum Resonieren. Das heißt, solltet ihr hier nicht eine Verbindung spüren, nicht in Resonanz gehen, dann hört es euch einfach interessehalber an, wenn ihr Lust habt. Aber bezieht das nicht auf euch persönlich. Ja, das ist mir immer wichtig, am Anfang zu sagen. Solltet ihr hier Positives wie Negatives nicht empfinden und empfangen, dann ist es einfach auch nicht so, ja. Da braucht man sich gar nichts passend zu machen. Das sind hier die Allgemeinlegungen. Und dann schätzt das bitte für euch ordentlich ab, dass ihr da keine negativen Sachen hier mit rausschleppt und daran hängt, ja. So nach dem Motto, oh mein Gott, ich wusste es, und das bitte nicht, ja. Nur wenn ihr in Resonanz so ein bisschen mitgehen könnt, dann könnte das für euch die Legung sein. Persönliche Legung weiterhin ja, entweder in der Kanalinfo, oben ist so ein Reiter, wenn ihr auf meinem Kanal seid, dann ein bisschen weiter runter scrollen, da steht alles unter meinem Text, oder die Infobox aufklappen, da geht ein Pfeil auf und da ist dann auch meine E-Mail-Adresse drin und dann könnt ihr anfragen. So, ihr Lieben, jetzt starten wir. Ich weiß, wir gucken erstmal rein. Gibt es ein Gegenüber, für den ihr euch interessiert? Habt ihr mit jemandem zu tun, wo ihr wissen wollt, ja, trotzdem, es interessiert mich, ich habe abgeschlossen, aber trotzdem möchte ich es gerne wissen? Oder für euch selbst einfach, ja? Wir gucken jetzt mal, in welcher Energie ihr euch befinden könntet. Energie klingt immer so ein bisschen abgedroschen, ja? Vielleicht, weil man es auch zu oft hört, aber wo könntet ihr jetzt gerade momentan stehen? Ihr wisst, Hardcore-Realisten quatschen so, ja? Es tut mir manchmal echt leid, aber wenn ich nicht dran glauben würde, dass es bestimmte Dinge nicht durch diesen primitiven Zufall gibt, dann würde ich ja sonst auch keine Karten legen, ne? Aber ihr wisst, ich bin weit weg von der Esoterik-Schiene, wie man das vielleicht anderen so ansieht oder zutraut. Bei mir ist es wirklich einfach nur das Kartenauslesen und manchmal gibt es keine Gründe, keine Antworten. Warum, wieso, passt nicht zu dir und, ja? Wo könntet ihr euch... Gut, geh mit gutem Beispiel voran. Ich denke mal, das ist eine Botschaft, die man sich generell für sich selbst mitnehmen kann. Geh mit gutem Beispiel voran. Denk wieder dahin, wie du mal warst, wo du wirklich stolz auf dich warst. Sag ich dir jetzt einfach so. Es gibt Zeiten, die nicht unbedingt immer so schlecht behaftet sind, wie du dich gerade fühlst. Vielleicht bist du gerade in so einem Heilungsprozess und denkst dir manchmal rückwirkend, Mann, ich war doch mal ganz anders. Ja, ich war meine Person, ich war sehr, sehr stolz auf mich. Ob Mann oder Frau zuguckend, ist ja ganz egal. Was ist hier los, ja? Ich möchte gerne wieder dorthin, wenn ich könnte. Vielleicht denkt ihr auch an solche Sätze wie, ich würde gern 10 Jahre zurückdrehen oder diese Beziehung zurückdrehen. Aber glaubt mir, das ist ein Prozess, der auch oftmals sehr wehtut, den ihr braucht. An dem wächst ihr. Natürlich sagt man sich, naja, hätte ich mir schenken können, ja? Muss ich nicht haben, um daran zu wachsen. Aber ihr werdet dadurch stärker und irgendwann habt ihr dieses enge Gefühl, diesen Hass vielleicht, wenn es noch sehr weh tut, in Gleichgültigkeit verpackt und zieht euch wirklich nur noch das raus, was ihr für euer Lebens- oder für euren Lebensweg braucht. Und deswegen gehe mit gutem Beispiel voran. Wir nehmen jetzt mal zum Auflösen wieder die Tarotkarten. Was ist im Kopf los? Was beschäftigt dich? Oder was könnte so eintreffen? Da kannst du nämlich schon in Resonanz gehen, ob es so ist. Was haben wir hier zurzeit für ein Thema? Geh mit gutem Beispiel voran. Der Narr. Super. Die Richtung ändern könnte das für einige heißen. Ihr könntet gerade in so einem Prozess sein, wo ihr wirklich sagt, ich hader mit mir. Ich hader mit mir, eine Entscheidung jetzt zu treffen. Jetzt könnte der Punkt sein, ja. Du spielst immer wieder mit dem Gedanken, vielleicht auch, gehe mit gutem Beispiel voran, dorthin zu kommen, wo du wirklich wieder sagst, Mann, dieser Stoß hat mir gefehlt. Ich muss es jetzt machen, ja.
Du willst dich hier schon fast befreien im Kopf, möchtest deinen Weg gehen. Auch hier sage ich, tendenziell hast du hier, glaube ich, einen Weg für dich im Kopf, den du bestreiten möchtest. Du hast ihn dir schon in Visionen erstellt. Du weißt, wo du hin möchtest. Jetzt fehlt wahrscheinlich noch so dieser Input oder du befindest dich hier schon in diesem Neubeginn. Das, was dir vielleicht so ein bisschen Mühe macht, ist dieses, wo geht's hin, wie geht's weiter? Du bist eine Person, die sehr vorausschauend gucken möchte, die ihre Sicherheit sucht, indem sie weiß, welche Schritte passieren. Beim Narren ist das ja eigentlich, kann alles schön werden. Neue Wege hast du in der Hand. Du kannst sie dir bauen, erschaffen. Da kann niemand dazwischen funken. Du hast trotzdem ein bisschen Sorge, dass du diese Sicherheit nicht schon erkennst, ja? Du traust dich nicht so über die Schwelle. Da kann ich dir aber sagen, wenn diese Energie für dich passt, dann wird dir hiermit angezeigt, wage, trau dich, geh mit gutem Beispiel voran. Das, was mal in deinem früherem Leben, also jetzt wirklich irdisch noch, ja, nicht im früheren Leben, als du nicht da warst, sondern das, was du an dir gemocht hast, geh dahin zurück. Hol dir diese Stärke wieder und der Weg, wenn du mit dieser Stärke gehst, wird für dich sicher werden. Du musst dein Pessimismus so ein bisschen nach hinten hängen, ja? Also es sieht mir wirklich so aus, als ob hier eine neue Phase für dich beginnt. Hier haben wir auch deine Sicherheit, von der ich gesprochen habe. Das ist wirklich ein Problem. Naja, was heißt ein Problem? Sagen wir es mal so, es ist kein Problem, sich Gedanken zu machen über Sicherheit. Das ist nun mal sehr stark in deinem Kopf drin, dass du, egal was du machst, ob es jobbedingt ist, ob es familiär bedingt ist, ob es in der Liebe ist, ob es Freundschaften betrifft, du möchtest hier natürlich die Stabilität sehen. Das gilt jetzt auch für alle Bereiche. Du bist ein Mensch, der fängt jetzt nicht einfach so tralala an, um zu gucken, mal sehen, was sich daraus entwickelt, sondern du überfliegst ein paar Schritte, weil du die Vision einfach schon hast, wie es werden könnte. Da gebe ich dir jetzt einen Tipp, wenn es auf dich zutrifft und hilfreich sein sollte, das baut schon ein bisschen Druck auf. Wenn du schon nach deiner Vision einen neuen Weg erstellst und dir diese Sicherheit auch oftmals so die Beine weghaut, weil es eben nicht so eintrifft, wie du möchtest, probier mal den Narrenweg wirklich zu machen und dir zu sagen, Kontrolle ist schön und gut über dich zu haben. Und vielleicht ist es auch geschuldet, weil mehrere Menschen oder ein Mensch ganz besonders über dich sehr lange Kontrolle hatte. Probier das mal aufzulösen. Solange wie du den Narrenweg entscheiden kannst, hast du eine Sicherheit. Du bist dein eigener Herr. Du kannst entscheiden, welchen Weg, wie du läufst, ob du einen Abzweig nimmst, ob du im Kreis rennst, das ist deine Methode, mit deinen Wegen klarzukommen. Aber hier Sicherheit ist trotzdem gegeben, wenn du auf dich achtest, ja? Angezeigt wird für mich ganz klar, gehe nicht das Risiko, aber du fühlst fast ein Risiko, wenn du einen neuen Weg machst. So habe ich das hier liegen in der Kopfebene. Bei dir ist wirklich Sicherheit ein ganz, ganz großes Thema, aber manchmal kann man Sicherheiten nicht vorhersehen, ja? So dieses Berühmte, was ich oftmals auch primitiv finde, ja, ich kann morgen über die Straße laufen, fährt mich einer an, sind so Sätze, die können stimmen, aber die werden manchmal zu so primitiven Beispielen benutzt. Natürlich sollst du dir hier Gedanken machen, wie es weitergeht, was für dich am besten ist. Aber der Narr zeigt dir jetzt so an, komm, sei mal jetzt eine Stufe powerfuler mehr, ja? Powerfuler, hört sich an wie Puller. Es wird einfach dazu geraten, geh rein da. Das warst du doch mal, ja? Geh hier mit gutem Beispiel voran. Du hast doch sonst vor ein paar Jahren dich auch nicht gescheut, die Schritte zu machen, die dich bis hierher gebracht haben. So, ach, naja, wäre doch schön, wenn wir verschont wären. Es geht hier generell, wenn du hier gar nichts mit einer Liebe zu tun hast, dann ist es generell die Sicherheit in zwischenmenschlichen Verbindungen. Ey, klebt mir eine Obstfliege am Kopf? Nee, oder? Habt ihr die gesehen? Sicherheit generell, ja? Ob mit Kindern, ob mit Freunden, ob
Beruflich kann das auch damit zu tun haben. Du willst einfach eine Harmonie. Und dein Problem ist es hier eben, dass du sehr wahrscheinlich auch geprägt von gewissen Dingen damit zu kämpfen hast, diese Sicherheit. Du hast schon fast so ein bisschen Scheu davor, gewisse Wege einzugehen, weil du dir denkst, oh nee, mir kann jetzt gerade keiner das Gefühl geben, ob ich den sicheren Weg laufe. Ja, das musst du herausfinden. Das hast du damals, wenn es auf dich zutrifft und resoniert, das hast du damals auch getan. Komm hier wieder rein, geh mit gutem Beispiel voran, werde mutiger, weil momentan liegt hier alles dafür, dass es gut ist, wie du gerade denkst, ja. Es scheint hier für Personen wirklich ideal zu sein, die kurz vor so einem Wechsel stehen. Ob Berufswechsel, ob ich nenne alles, ja. Ich brauche es nicht wiederholen. In jeder Sorte, wenn es sich hier nicht um einen Menschen handelt, kann das auch eine Stabilität, eine Sicherheit, ein neuer Prozess werden, wo du dir vornimmst, du möchtest irgendwas anderes in deinem Leben verändern, ja. Wir können nicht immer davon ausgehen, dass hier alles immer für die Liebe passt. Weil ist allgemein und da ist es schön, wenn man mehrere Menschen einfach anspricht. Deswegen sage ich das immer sehr oft und wiederholend. Hier ist die Magie, ja? Also du hast das Zeug dafür, Neues umzukrempeln. Du findest dafür immer eine Lösung, um hier eine Sicherheit zu bekommen. Das ist das, wenn du von irgendetwas verzaubert bist, dann wirst du das auch schaffen. Du gibst sehr viel rein. Es geht dir hier wirklich permanent um die Sicherheit. Im umgekehrten Schluss hast du damit sehr zu tun mit dem Thema Verlust, ja, in allen Ebenen. Vielleicht hast du hier Angst, dass du irgendjemandem nicht gut genug sein könntest, wärst, warst. In bestimmten Phasen, die vielleicht jetzt neu beginnen für dich oder die bevorstehen, habe hier bitte keine Angst, sondern nur Respekt. So könnte man das ausdrücken. Die Sicherheit, dafür bist du selbst verantwortlich. Du kannst hier sehr viel mit reinspielen, auch wenn äußere Einflüsse manchmal dagegen krachen. Aber wenn du dich hier angesprochen fühlst, zeigt mir die Legung hier, dass du jetzt oder nie so ungefähr, ja? Wie lange willst du jetzt noch überlegen? Du musst es jetzt wagen, weil das bist du. So hast du dich damals empfunden, gesehen. Du bist jemand, der sich selten was sagen lassen hat von anderen. Du hast trotzdem deinen Weg hier gewählt, ja? Und durch diese verschiedenen Arten, die dich manchmal eben nicht in die Sicherheit gebracht haben, wie du es wolltest, bist du ein bisschen zurückgeschreckt. Und deswegen ist der Wunsch hier so doll, ja? Nach diesem, du musst wieder dran glauben, dass diese Harmonie, dieses Zwischenmenschliche, auch wenn es beruflich betreffend sein sollte, dass du wirst am Ende des Tages wahrscheinlich wirklich denken, wie habe ich das geschafft, ja? Hätte ich nie gedacht, dass ich hier ankomme. Und ich denke, wenn du diesen Weg wählst, ist auch der Magier ein gutes Zeichen dafür, dass du hinten raus mit dieser begonnenen Reise, die völlig neu, eine neue Phase für dich darstellt, dass du hinten raus hier auf Sachen triffst, mit denen du jetzt gerade momentan aktuell nicht rechnest, ja, wo du dir irgendwann sagst, Mann, ist ja Wahnsinn. Ich weiß noch, wie ich hier als Narr stand, geweint habe, gekummert habe, mir Sorgen gemacht habe. Mein Kopf ist explodiert. Diese ganzen Überlegungen, ich brauche die Sicherheit, die Erkenntnis, die Klarsicht. Ich kann nicht, bevor ich nicht weiß, was passiert, falsch. Du musst es jetzt wirklich wagen, um diese Sicherheit zu erfahren, um die selbst auch lenken zu können. Um selbst zu dir eine Stabilität auch wieder aufzubauen, dass du dir wieder vertrauen kannst, vor allen Dingen, dass du merkst, du bist dafür berechtigt, deine Schritte zu machen. Du bist auch alleine nur dafür berechtigt, deinen Weg zu ändern, dein Leben so zu gestalten, wie du es möchtest, ja? Egal, was andere von außen sagen. Und am Ende des Tages, wenn dieser Weg hier bestritten wurde, angefangen wurde, deine Phase jetzt begonnen wurde durch diesen Schubser zu dir selbst, das musst du machen, ja? Kein anderer wird dir den Schubser geben, außer du, dir selbst. Und dann wird das passieren. Rückwirkend wirst du dann denken, ich weiß nicht wie, aber ich bin glücklich, es hat geklappt. Da ist komisch, hier ist irgendwas passiert. Hätte ich nie gedacht, dass ich mich in dieser Linie oder auf diesem Weg verzaubern lasse oder verzaubert werde. So wäre das ungefähr bei dir, ja? Wir gucken mal. Im Herzen.
Haben wir es mit einem Mutterthema zu tun oder generell, dass es für dich darstellt, du bist eine Mutter? Oder drittens, wir haben hier dich als Person vorwiegend, du bist berechtigt, deine Wege zu machen. Ja, du hast dir schon sehr viel geschafft in deinem Leben. Du bist ein Mensch, der, wo du vergessen hast, vielleicht, wie sehr man dich doch für deine Arten, für deine Taten schätzt. Du hast hier schon sehr, sehr viel auf den Boden gebracht. Hier liegt mir auch nicht unbedingt, dass du hier irgendwas verlierst, sondern wenn, dann wird es besser. Auch im finanziellen Bereich, hier kommt mir eine Person rein, die eigentlich mit sich absolut zufrieden ist. Hier braucht man nicht jemanden, wenn es so war, der einen mit durchfüttert, ja? Du brauchst hier niemanden, von dem du abhängig wirst. Vielleicht war das auch davor dein Problem, aber du stehst hier als ganz konsequente, selbstwissende, selbststarke Person, ob Mann oder Frau zuguckender übrigens. Und du wirst hier, oder das ist dir gegeben, das, was du anfängst, machst du richtig und auch mit viel Liebe, mit viel Energie, mit viel Zuwendung, Aufmerksamkeit. Du bist ein Mensch, der sehr empathisch hier tickt auf meinem Tisch. Und das wird dir zum Weg verhelfen. Das hast du hier an erster Stelle. Und das bedeutet auch, wenn du an dich glaubst, das liegt ja auch unter der Nahkarte in deinem Kopf, der neue Weg. Das bestärkt dich hier. Geh mit gutem Beispiel voran. Denk doch mal, was du schon alles geschafft hast. Ja, warum soll denn jetzt der nächste Step schief laufen? Wenn das dein Impuls ist, immer wieder daran zu denken, warum hindert dich der Kopf, immer wieder zurückzugehen? Eine Sicherheit kann dir nicht auf den Boden gepackt werden. Du musst in erster Linie immer für dich alleine mit der Sicherheit umgehen können, ja? Nicht mit mehreren Menschen eine Sicherheit bilden. Immer erstmal für dich, dass du abgesichert bist. Und ich denke, hier war auch ein großes Abhängigkeitsproblem generell. Bevor du mal wirklich als starke Person irgendwo reingeraten bist, vielleicht hattest du eine Phase, wo du wirklich nichts hattest oder wirklich sehr viel verloren hast an Menschen oder auch an finanziellem oder krankheitsbedingt. Aber hier steht für dich einfach, das ist ein gutes Beispiel. Du weißt, wie du sein kannst. Du weißt auch, wie dich Leute wahrnehmen. Vielleicht hast du diesen Prozess, wie dich Leute wahrnehmen, auch total vergessen. Man nimmt dich oder hat dich vielleicht eine Phase lang gar nicht mehr so wahrnehmen können, weil du dich eben so präsentiert hast, rar gemacht hast, nicht mehr gezeigt hast. Mimik, Gestik haben offenbart und verraten, dass du nicht mehr momentan hier in der Herrscherin bist, in der Führung. Aber auch das könnte dieser Neubeginn sein, absolut gestärkt in diesen Narrenweg neu reinzulaufen, deine Entscheidung bekräftigen mit Stärke, nicht als Page. Zum Glück kam hier kein Page, ja. Herrscherin liegt unter deinem neuen Weg und das trifft es genau hier. Das ist dein Herzenswunsch und du bist dafür jetzt gerade gemacht, diesen Weg zu laufen. Du bist hier nicht eine blöde Person oder eine naive Person, auch wenn man das dir vielleicht oftmals gesagt hat oder dir damit auch deine Überzeugung geraubt haben. Das war eine Sicherheitslücke bei dir, ja? Wieso du dich vielleicht nicht traust, hier reinzugehen? Du kannst es schaffen. Dann lösen wir mal Sicherheitsproblem auf. Hat sich hier gleich umgedreht. Hier hat dir wirklich jemand ins Gewissen gequatscht und der König der Schwerter hat dir mit verbaler Kraft wirklich geschädigt, ja? Könnte man das so sagen? Deine Sicherheit hat man hier mehr in den Worten. Die Worte hallen dir nach, weniger so in Taten. Natürlich kann das auch sein, aber mehr diese Worte, die haben dir hier Sicherheiten genommen. Vielleicht auch, mir kommt auch so rein, dir Angst gemacht mit Worten. Dein Gegenüber hat dich sehr klein gedrückt, versucht und hat es auch geschafft, oftmals eventuell dich klein zu halten. Ja, wirklich geschickt. Messerscharfe Sätze, messerscharfe Worte, wo du keine Chance hattest vom Gefühl her. Als Herrscherin hattest du schon die Energie und Chance, du bist die Herrscherin. Ja, du hast es nur auf die vernünftige Art und Weise oftmals probiert, hast für dich versucht zu verstehen, warum nimmt dir hier jemand nur mit Worten oder auch mit null Kommunikation die Sicherheit? Wie geht das? Du hast ja auch wieder in so einem Schock gesteckt. Dieses, wie geht das, ja? Was ist mit mir passiert? Warum lasse ich mich vom König der Schwerter in so einen Kampf und in so einen Fight einfach, ja, drauf ein? Wie geht das? Und
Man könnte die Karte auch wirklich so sehen, wenn man sich die anguckt, ist das nicht eine komplette Bilddarstellung der Klarsicht. Ja, es ist hier so ein bisschen verschwommener. Das heißt, hier sind hinter diesen Worten, die natürlich auch wahrheitsgemäß gefallen sind, die deinem Gegenüber an dir nicht gepasst haben, die könnten schon von deinem Gegenüber so wahrgenommen sein, waren ja die Überzeugungen deines Gegenübers. Ja, das muss man dem Gegenüber immer lassen, wenn man das so mitbekommt oder auch wahrnimmt, dann ist das dafür da, um es zu bereinigen. Aber diese andere Seite, die hier so ein bisschen neblig und verwischt erscheint, das ist hier keine klare Abzeichnung. Ja, das ist hier so ein bisschen verschwommen. Und das waren die Worte, die so neblig hallend einfach bei dir sitzen geblieben sind, das Schwere, mit dem man dich wirklich mit dem Messer getroffen hat, angeschlagen, drum und dran. Und man hat dir wirklich in Worten eigentlich hier nur die Sicherheit genommen. Was heißt nur? Aber du musst da wieder aus dem Prozess, egal wie die Wahrnehmung war, das kann dir in Situationen, wo du jetzt alleine gelassen wurdest, egal sein. Du weißt es ja, dass es nicht so für dich war. Und jeder Einzelne, auch dein Gegenüber, falls es denjenigen betrifft, muss ja mit sich auch in die Sicherheit gehen. Es war hier wirklich ein absoluter Angstkampf bei dir. Worte haben dich hier geschockt. So, dann haben wir hier Liebenden. Den Trommler haben wir hier rausfallen. Den Trommler, König der Stäbe, meine ich, ja. Diese Harmonie, die du suchst, die vielleicht kommen wird oder auch dadurch entsteht, wenn du deinen neuen Weg gehst. Es ist hier nichts, was mit diesem Menschen hier zu tun hat, der dir die Sicherheit genommen hat. Ich lese das von unten nach oben. Diese Harmonie, die du dir wünschst, die wird feurig, ja? Wenn du wirklich an dich glaubst, wenn du deinen neuen Weg beschreitest, wenn du wirklich sagst, ich bin für meinen neuen Weg verantwortlich. Egal, ob ich durch mein Gegenüber da reingekommen bin. Aber was willst du dann machen? Wenn zwei nicht zusammenpassen oder einer nicht will, dann kannst du den Weg auch nicht mit diesemjenigen bestreiten oder andersrum, ja? Es war hier dein gutes Recht, dass du dich vielleicht gegen irgendjemand entschieden hast. Und es wird hier sehr wirbeln. Das, was du brauchst, ist ein leidenschaftlicher, temperamentvoller Mensch. Auch hier, hey, kann ja sein, dass es überall passt. Nein, das passt. Also ich mache so eine Grimasse nicht wegen euch, ja? Sind auch so nur Dinger, die bei mir einfach quer sitzen. Es gibt Menschen, die wollen keinen temperamentvollen Menschen an seiner Seite, ihrer Seite, weil das eine Konkurrenz wäre, weil das zu übertrieben wäre, weil manche kommen nicht mit Temperament zusammen. Klar, es gibt auch wahrhaftig Leute, die sich jemanden hier suchen würden, der zum Beispiel König der Schwerter wäre, ja, jemanden ganz weisen oder hier auf einmal einen Hierophanten, Herrscher oder. Bei dir ist hier ganz, ganz wichtig, es muss feurig sein, die Harmonie muss bedeutend nie langweilig werden. Das kann auch ein Faktor gewesen sein, dass ihr eine Zeit hattet oder du mit dem Gegenüber oder mit der Sache, dass das einfach zu, da war keine Power mehr drin, keine Energie, das war wirklich schon ausgelutscht und deswegen sind auch so diese Vorwürfe gegeneinander passiert, vielleicht auch, ja, so Ratlosigkeit. Bei dir ist es wichtig, wenn du hier in diesen Zauber, den ich ja gleich aufdecke, hinkommen möchtest mit deinem Narrenweg, dass es bei dir nie langweilig wird. Gebe dich bitte nicht ab mit Sicherheiten. Das ist vielleicht auch dein Thema, dass du vorausschauend immer wissen willst, wie läuft denn meine Sicherheit dann ab? Das verliert den Feuer, den Zauber. Du brauchst hier wirklich eine Aktion immer. In Harmonie, Aktion. Beruf, Aktion. Das, was dich fördert. Eine fördernde Person, eine fördernde Sache. Das ist hier deins, was dich hilft oder was dir verhilft. Gehe mit gutem Beispiel voran, ja. Du musst gefördert werden von Personen. So, und dann haben wir hier dieses Magische. Oh ja, das passt aber auch ganz gut, weil wenn du dann diesen neuen Weg bestreitest, wirst du auf diesem Weg einfach merken, das, was ich gesagt hatte, hätte ich nie für möglich gehalten, kann sich nur noch um Zauber drehen, ja. Weil vor 2, 3 Monaten hätte ich mir das gar nicht erträumen lassen. Das ist geschuldet durch die Transformation. Du wirst dich hier auch noch mal transformieren und alleine der Weg, ich glaube gar nicht mal so unbedingt du, sondern der Weg wird sich neu transformieren für dich, natürlich mit dir auch. Aber das ist dieses, du bist wieder in der Linie mit gehe gutem Beispiel voran. Du musst jetzt dahin denken,
Wer hat hier die Erlaubnis, dich kaputt zu klatschen? Wer hat die Erlaubnis von dir bekommen? Hast du irgendeinen Vertrag unterschrieben? Ja, du darfst mich kaputt machen. Hast du in einem Unternehmen unterschrieben? Ja, ihr dürft mir weniger zahlen. Ist so ausreichend. Danke, dass ich bei Ihnen arbeiten darf, aber nichts mehr übrig habe. Das ist so dieses, du wirst hier viel, viel stärker. Das ist dein Weg, ja? Dieses, und wenn ich die Sicherheit noch nicht sehe in dem Prozess, für den du guckst, und wenn jemand gegangen ist, ja, shit happens, ja, vielleicht größte Glücksscheiße deiner Lebenslinie gerade, sei froh, das ist für dich angezeigt. Da wirst du wieder hinkommen mit Stärke. Eine Herrscherin kriegt man nicht einfach umgeboxt, ja. Die bleibt, die weiß, was sie geschaffen hat, ist eine reifere Person, die schon einige Steps hinter sich hat und die sich auch nicht nochmal so lang legt. Das Wichtige ist wirklich nur dieses Temperament, dieses gefördernde oder gefördernde, diese Förderung an sich, die du brauchst für dein Leben. Du stehst nicht auf die introvertierten Typen oder Typinnen, du stehst auch nicht auf das introvertierte, langweilige Büroleben. Wenn es so sein sollte, kurz in dich fahren, ob das wirklich die Berufs Richtung war, die du angehen wolltest, dann ging es vielleicht wieder um Sicherheit oder einen Familienbetrieb oder. Dein Leben ist hier oder die nächste Phase, sagen wir es mal so, ist ganz, ganz wichtig, dass du hier ein Temperament spürst. Und wenn du dich dahin auch noch nicht glaubst zu sehen, ist es für dich wichtig, dass du hier Temperament und auch wieder rauskommst aus dir, dass du hier durch die verrückten Sachen, die den Magier vielleicht anzeigen könnten, auch merkst, was dadurch passiert hier alles, ja, ist ja der Wahnsinn. Es ändert sich hier gerade sehr, sehr viel. Und das ist ein Weg, den du alleine bestreiten sollst, weil du eben keine Unterschrift gegeben hast. Du hast es nicht beim Gericht absegnen lassen. Mach mich fertig. Und ja, du hast jetzt das Recht, mich kaputt zu machen. Du hast das Recht, mich anzulügen. Du hast das Recht, zu gehen. Das hast du, das ist das Einzige, dafür brauchst du aber auch nicht unterschreiben, sondern du musst hier in deine Linie wieder reinkommen. Das ist das, was hier angezeigt wird. Dein neuer Weg, dein Ziel, dein Anfang, das Ziel ein bisschen zurückschrauben. Lass dich hier schon fast überraschen von dem Weg. Ja, lass mal meine Wohnung bitte stehen. Bombsfallera. Engelbotschaften. Jetzt gucken wir mal, was die Engelbotschaften für den Kopf sagen, für den neuen Weg, den du jetzt endlich gehen sollst. Naja, klar. Warum denn auch liegen bleiben, ne? Ein bisschen Sport, links, rechts. Ergreife die Initiative. Naja, perfekt für den Narren. Der komplette Weg. Nicht hier auf die Sicherheit achten. Natürlich die ganz normalen Steps. Sollst du natürlich nicht unter einer Brücke jetzt provozieren, ja, dass du unter einer Brücke lebst und keine Miete mehr zahlst. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir dahingehend gar nicht denken brauchen, was ich hier meine. Ergreife die Initiative und schieb so ein bisschen die Sicherheit einfach ab, deine Angst, alleine zu sein für ewig, ja, deine Angst vielleicht, dass du die Einzige wärst, die dieses von ihrem Gegenüber abbekommen hat. Nein. Die Angst, dass ein anderer dein Gegenüber bekommt, naja, und? Sonst wäre er ja heute noch da, hört sich wieder schroff an, aber du wirst schon Gründe gehabt haben, warum du hier in den Prozess einfach einsteigen möchtest, warum du den Prozess neu machst. Vielleicht bist du wirklich an so einer Kante, wo du sagst, es kotzt mich an. Immer dieses Gewarte, dieses Gestarre auf dem Handy, dann kommt mal wieder was, es kotzt mich an. Wenn wir uns sehen, läuft wieder alles gut. Ich kotze mich eigentlich selber an, dass ich mich manipuliere, toll finde und mir einbilde, da wird mehr. Warum? Ja, aber die Sicherheit ist hier nicht gegeben. Deswegen raus auf deinen Weg, wenn du die Ansage jetzt von mir durch so einen kleinen Arschtritt brauchtest, durch die Karten, ja? Das kommt nicht, weil ich das sage und hier jemand empfinde, der zuguckt, der hier nicht alleine seinen Weg bestreiten kann. Nein, nein, das sagen die Karten. Du weißt, dass es jetzt für dich Zeit ist, diesen eigenen Schritt für dich selbst machen zu müssen. Sonst kommst du nicht mehr hier an und das ist dir gegeben mit Herz und Blut, ja? So, auch wenn es ein Mutterthema betrifft, dann ist, ey, sag mal, mein Magen spricht schon. Habt ihr was verstanden? Bei mir kommen innere Stimmen raus. Dann ist das eine Ansage, ihr habt hier irgendwas mitbekommen, was euch hier geprägt hat. Ansonsten ist das wirklich für euch. Ihr braucht euch hier keine Sorgen machen, dass dieses Temperament, was
von dir gebraucht wird, dich übersieht. Nein, 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 auf gar keinen Fall, ja? So, das war erstmal euers. Jetzt gehen wir in dein Gegenüber oder in die Situation, mit der du gerade zu tun hast, wo du so hängst. Wo du dir denkst so, boah, hier wieder, ja? Hab halt eine Beule von vielen Klatschen. Verschwinde, verschwinde, verschwinde raus. Begleite mich bitte nicht mehr. Umso öfter du das machst, desto mehr manifestiert sich das. Lass mitgehen, ja? Lass doch dir innerlich zeigen, na komm mit, ich zeig dir, wie es funktioniert, ja? Komm mit, nerv mich und ich weiß, ich könnte heulen, schreien. Komm einfach mit in Gedanken. Ich zeige dir meinen Weg. Und ich weiß, du kommst da gar nicht ran, ja? Aber du siehst jetzt mal in meinem Kopf mental sitzend, red es dir einfach so schön. Ich zeige dir, wie es eigentlich schön laufen kann und du das alles nicht sehen wolltest, ja? Und wenn ich mich mit einem Käffchen auf eine nasse Terrasse setze oder nass werde und meine Haare sehen aus wie Stroh, ja, na und? Das sind alles Sachen, die du nie erleben wirst, ja? Die du mir vorgemacht hast. Du würdest sowas toll finden, aber genießen kannst du sowas nicht. Sag dir einfach so eine Sätze, du kleine arme Wurst oder du Wurstline oder Mensch, schade, dass der Betrieb oder der Beruf mir jetzt wieder eine Kündigung geschickt hat. Ihr habt doch gar nicht gewusst, was ihr mit mir eigentlich hattet. Aber dann ist es für die Zeit wirklich so gewollt, dann hast du da vielleicht auch nicht reingepasst, ob Mensch oder Beruf oder sonstige Situationen, die nicht gepasst haben. Dann hat das für dich seinen Grund, ja, deine Bestimmung ist das hier. Dann wär's hinten raus wieder irgendwann klebend geblieben oder du hättest dich unterfordert gefühlt. Aber du musst jetzt hier mit deinem Weg machen, ja, halte durch, fang den an und erlebe auf diesen gewagten Weg, wo du dich mal traust, deine Sicherheit, die du dir selbst durch diesen Anfang schon gibst, ja, nichts Aufgebautes und einfach laufen mit Leichtigkeit, Energie, auch wieder dein Feuer so ein bisschen rauslassen, ja, und nicht immer so die Haltung, oh, ich armer Mensch, raus da, wirklich raus da jetzt. Ich armer Mensch, krieg dein Gegenüber und auch nicht, wenn es ein Beruf ist, das Gegenüber kriegt es in dem Moment nicht mit, weil zu viel Trauer ist einfach in dem Moment Abwechslung, ja? Sobald ihr wachst, kippt das Gleichgewicht bei dem anderen, bin ich mir sicher. Halte Maß. Hier hat jemand übertrieben oder es ist auch die Erwartung mal wieder nicht eingetroffen, die ihr euch gewünscht habt von eurem Gegenüber oder von der Situation, um die es geht. Hier hat jemand übertrieben und auch wunderschön, muss lernen, dieses Maß zu halten. Das geht's dir gut, dann kippt das über, ja? Und solange, wie es dir schlecht geht, auch wie in einer Beziehung vergleichend, wenn ihr getrennt seid, hast du dir manchmal gedacht, so, sag mal, warum kann der Idiotenmensch eigentlich lachen, wenn es mir so scheiße geht? Das ist auf getrennter Basis genau das, was ich meinte. Wenn du trauerst, sorgst du schon fast noch dafür und das gedanklich, damit es dich auch nochmal pusht. Da feiert jemand gerade, ja? Da denkt gerade jemand nicht an dich. Hier denkt man nur an dich, wenn man merkt, wow, dir geht's gut. So, dein Gegenüber. Oh, heute ist aber schön wieder, komm mir immer vor wie so eine maßregelnde Frau. Ihr müsst ja nicht denken, dass ich hier Bücher gefressen habe oder so. Oder hier noch nie Probleme hatte. Nee, nee, nee. Aber ich kenne auch die Situation teilweise überhaupt nicht aus meinem Leben, falls man das denkt. Es sprudelt mir einfach so raus. Ja, ich will mich nur noch mal dafür entschuldigen, falls sich jemand angegriffen fühlt. Ich weiß, oftmals feiern das Leute, weil sie das brauchen und keinen neben sich haben. Aber ich merke selber, wenn es so drückt, ich will hier keinen anschreien oder ich weiß, dass ich keinen anschreie. Manche Leute empfinden, dass es ein Schreien ist, ja. Dabei ist es wirklich nur Input geben, ja. Mach. Du kannst entscheiden, das ist deine Sicherheit wieder nah, ob du es machst oder nicht. Aber empfinde es hier nicht als persönlichkeitsübergriffig oder dass ich dir irgendwas reinlegen möchte, was dem nicht entspricht, ja. Deswegen immer nur Acht geben, ist es resonanzmäßig oder nicht. Und wenn du dir sagst, Miranda, hast du den Gong nicht gehört, dann macht lieber aus. Weil das kann ich dann auch verstehen, wenn ihr momentan noch in so einer verletzten Phase seid, dass ihr euch hier nicht anblöken lassen wollt,
wenn das so knallhart rüberkommt. So, Ast der Scheiben. Hier hat jemand Sachen bei euch geschafft, die eigentlich ein anderer bei euch nicht hätte schaffen können. Hier hatte man mit so viel Geduld, mit so viel Energie. Nee, wie sagt man das denn? Aua, meine Wimper klebt. Hallo? Energetisch? Nee, nee, nicht Energie. Was will ich denn sagen? Oh, wenn man so penetrant irgendwo dran klebt. Mit sehr viel. Hier war jemand energisch, dran zu bleiben. Das könnte sowas sein wie, man hat euch hier lange vertröstet, lange Sachen versprochen, hat vielleicht am Anfang auch Sachen umgesetzt, wo ihr die Sicherheit hattet. Genau das war das Ding. Oh, der hält ein, was er sagt, oder sie hält ein, was sie sagt. Hier hat jemand ganz lange es geschafft, dir eine Geduld reinzubringen, ja, oder sich zu erarbeiten. Du hast hier schon fast deine komplette Geduld, deine komplette Phase, deine komplette Kraft deinem Gegenüber oder der Situation, mit der es jetzt gerade geschuldet ist, übertragen. Du hast deine Kraft, deine Energie dem Gegenüber gegeben. Und dadurch konnte man hier die Situation mitmachen, durchhalten, war an der Seite, ja? So, du hast hier jemanden komplett überschüttet mit Energie in Sachen Geduld. Deswegen hatte es hier niemand für nötig gehalten, früh genug zu sagen, stopp. Oder hat auch sehr oft dieses Maß übertrieben. Wir haben hier zwei der Kelche. Eine Verbindung hat man hier gespürt. Das ist auch wieder richtig. Das ist auch wieder wahr. Das ist auch hier keine Einbildung. Eine Verbindung, eine zwischenmenschliche Beziehung jeglicher Art war hier definitiv vorhanden. Ihr wart ein Paar oder es war eine Situation, ohne die der andere nicht konnte, sagen wir es klar und einfach. Dein Gegenüber hat das momentan auch im Kopf. Das könnten auch wieder so Einschnitte sein, wo man sich nicht entscheiden kann, ach, behalte ich lieber das, weil eigentlich gehört das ja zu mir, aber das kann ich jetzt auch nicht abgeben. Halte Maß, ja, wir haben das Halte Maß. Das ist so ein bisschen auch hier so zu lesen schon fast, wenn hier so eine Angabe kommt mit Halte Maß. Hier hat jemand einfach dich für sich beansprucht, dich geklaut, beraubt in den Facetten, dass man eben vielleicht auch nicht geteilt hat und hier kommt schlagartig bei der Person rüber, ich habe zu wenig gegeben. Vielleicht äußerte sich das in, wo man vielleicht gedacht hat, okay, jetzt zeigt derjenige Reue, na endlich. Und du dann schlagartig gemerkt hast, so kann doch nicht sein, jetzt ist schon wieder dieses alte Muster vorhanden, ja. Teilweise vielleicht auch, um dich hier wieder reinzukriegen mit einer Wartezeit, mit einer Pause, hab Geduld, wird schon mein Schaden und nichts ist passiert, ja. Wir schaffen das schon, vertrau mir, all so eine Sätze. So, 10 der Scheiben, hier war jemand auch beruflich sehr stark, ja. Hier hat jemand eigentlich auch sehr stark seine berufliche Linie verfolgt. Beruf oder irgendein Ziel war für denjenigen besonders wichtig. Oder sagen wir es mal so, es kann von Auto mein Herzstück sein, es kann mein Herzstück sein in Arbeit. Dort muss ich funktionieren und darf meine Maske nicht abnehmen. Dort lieben mich alle. Es war irgendein Bereich, wo man hier 10 der Scheiben gut umsetzen konnte, so angenommen wurde, dass man sogar von deinem Gegenüber in höchsten Tönen geschwärmt hat, wo du dir teilweise auch dachtest, was für ein Stück Blende Shit. So, was ist das, ja? Wie ist das möglich? Warum präsentiert sich jemand nach außen ganz, ganz anders? Ja, weil man sich in einer Verbindung, in einer zwischenmenschlichen Bindung natürlich auch anders gibt, ja? Das muss nicht immer verlogen sein, sondern der Mensch, der kann trotzdem hier in oder dein Gegenüber, den es betrifft, ein herzensguter Mensch sein nach außen zu anderen, ja, oder wirklich sein Auto mehr lieben oder irgendwelche Hobbys mehr lieben oder mehr Aufmerksamkeit schenken, mehr Geduld, mehr Umsatz, ja, weil man vielleicht hier auch so Höhenflüge hatte, das bringt mich irgendwann weiter und hier ist so die Geduld gefordert gewesen von dir. Auch schon fast Geduld in Sachen, die hier schon fast nicht mehr normal waren, ja. Aber du hast ja einfach geduldet, weil man hat deine Seele hier schon fast so geklaut. Du warst schon eins für beide.
Ohne dich konnte man, war man auch tatsächlich abhängig hier, ja. Du, dein Gegenüber war eine Zeit hier abhängig. Das kann dir auch die Sicherheit genommen haben, warum man dich dann fallen gelassen hat wie eine Kartoffel. Das kann auch sein, dass es dir den neuen Weg einfach erschwert. Aber hier liegt jemand, der sieht sich auf einem Thron und dem ist es auch wichtig, dass andere ihn auf dem Thron sehen. So, wir haben hier wieder jemand, der ganz, ganz schlecht reden kann, der es gelernt hat, nicht zu sprechen. Andersrum hat man hier wahrscheinlich eine Weile immer wieder probiert, auf dich zuzukommen und du hast dir gedacht, was für ein Geier, ja? Was will derjenige oder diejenige jetzt von mir? Hört sich ja gut an, aber es passiert hier irgendwie nichts, weil derjenige im Kopf auch hier nicht ausgereift hat, wohin es gehen soll. Hier waren vielleicht wirklich immer nur so Annäherungsversuche, Plan, ganz primitive Sätze, weil hier jemand überhaupt nicht gemerkt hat, was ist hier los? Ja, hier hat man auch vielleicht über Probleme nie gelernt zu sprechen. Man wollte aber trotzdem immer wieder ankommen und war auch stets bemüht, das wäre das Beste. Man war stets bemüht, hier wirklich reinzukommen. Das kann man demjenigen hier nicht, ihr wisst, Mitleid, aber so sollt ihr ja auch denken. Kommt bitte in den Faden rein. Derjenige kann nichts für, ja? Hier hat man sich einfach bescheuert und ungeschickt ausgedrückt in Ebenen, wo man zwischenmenschlich Gefühle füreinander hatte. Das kann hier tatsächlich auch im äußeren Kreis oder auf Arbeit schon wieder ganz anders sein. Das kann hier ein Redner vom Herrn gewesen sein. Auch sehr strategisch, sehr, hier wusste jemand, wie man was machen kann, wie man auch andere um den Finger wickelt. Geschäftlich sehr intellektuell ist hier eine Person definitiv, die es schaffen würde, andere davon zu sich ins Boot zu holen, ja, ein überzeugter Mensch liegt hier. Aber in der zwischenmenschlichen Ebene, Page der Schwerter, hier überlegt man manchmal wirklich, wie kann ich denn das noch, wie hätte ich es denn sagen sollen, ja? Also wirklich, man stolpert hier so über die eigenen Sätze. Ja, wie soll ich das denn sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Sehnsucht hätte, habe? Da kommen dann so bescheuerte Sachen, die aber teilweise auch nicht ernstzunehmend sind, weil das ist nur eine Phase mit dem Page der Schwerter hier. Das sind so Phasen wahrscheinlich, wo es kurz mal drückt und scheiße, jetzt brauche ich dich, jetzt muss ich nachfragen. Und hier macht man sich die Gedanken, wie man wahrscheinlich rüberkommt, warum es hier auch selbst immer nicht hinhaut. Vielleicht macht man dir momentan weiß oder du weißt von irgendwas, dass hier eine Sache gut läuft. Kann ja nicht, wenn man hier in den Tiefgang geht. Hierophant ist natürlich ein Abschnitt oder eine Energie, wo man sich sagen kann, okay, ich muss jetzt für mich hier auch irgendwas ändern. Irgendwas stimmt hier nicht. Das kann der Bereich Kopf-Mental sein, dass man sagt, irgendwas hat man verkehrt hier ausgelebt. Ja, damit was funktioniert, muss ich jetzt auch mal kurz überlegen. Wie waren die Schritte? Was haben sie mir gebracht? Erfolg oder eher Pech? Habe ich zu viel gegeben, zu viel genommen, zu wenig gegeben? Hier fängt man an, noch mal so ein bisschen den ganzen Lebensabschnitt mit euch Revue passieren zu lassen, gedanklich. Hier wird man wahrscheinlich auch auf die Idee dann so langsam kommen, naja, viel gesprochen habe ich ja wirklich nicht. Bin ja schon ein kleines Dummerchen. Es könnte sein, dass man hier vielleicht auch woanders den Kontakt zu dir gesucht hat oder sucht oder dich weiterhin irgendwie beobachtet, um zu gucken, wie könnte man dich irgendwann kontaktieren. Aber da muss ich dir sagen, bist du schon längst aus der Welle raus mit deinem Narren, ja? Wir haben hier 8 der Scheiben, auch jemand, der wirklich Geduld braucht. Das hatte derjenige wahrscheinlich bei dir gefunden. Hier muss man denjenigen schon fast an die Hand nehmen, um zu sagen, komm, mach weiter. Du warst hier wahrscheinlich eine Person, die dein Gegenüber hier motiviert hat, bis zum geht nicht mehr. Am Ende kam wahrscheinlich trotzdem nur ein schiefes Papierschiff raus. Hier brauchte man im Herzen wirklich diese Geduld. Hier hat jemand nicht gelernt, selbst umzusetzen. Deswegen auch halte Maß mit der Geisterführerkarte. Ablehnung wurde hier gespürt. Wir haben 4 der Kelche, den Eremiten. Und der Eremit fällt sogar als letzte genau unter den Hierophanten. 2 der Kelche Ablehnung. Und wir haben hier, nee, stimmt gar nicht. Der rutscht einen vor. Ich zeig's euch gleich. Wir haben 2 der Schwerter und eine Karte brauchen wir noch. Aber ich fange schon mal an zu reden. Bei 2 der Kelche haben wir hier unten drunter, was das Herz betrifft, diese Ablehnung. Ja, dieses vielleicht auch sehr oft gewusst, dass man hier nicht so in Ordnung ist. Ja, dass man hier schräg handelt. 4 der Kelche. Man hat hier schon gar nicht mehr wahrgenommen, was passiert hier. Man hat ja auch so eine Verlust gespürt. Man kann auf mich verzichten. Hier hat jemand schon, ohne dass du es vielleicht hören willst, aber hier war auch Schuld dieses Selbstbewusstsein, ja, dass man hier vielleicht auch jemanden wieder verkörpert,
der sich nicht wirklich Gedanken gemacht hat übers Leben. Wie man außen bei anderen ankommt, stand ja wahrscheinlich wirklich sehr hoch im Kurs. Aber wie man so in einer zwischenmenschlichen Beziehung ankommt, war demjenigen verwehrt gewesen, ja? Also hat man nicht gelernt. Hier, dieses dich vereinnahmt für gewisse Sachen, hat man dich hier schon fast komplett zu einer Person gemacht. Du warst wirklich für dein Gegenüber hier bereit und für die Aufgabe da, hast dich hier aufgeopfert, aber hier hat man das nicht mehr gesehen. Das war so dieser Herzensbruch. Es reicht mir nicht. Ich habe ja das Gefühl, hier wollte jemand immer mehr und ist immer mehr ausgebrochen. Aber nur mit deiner Kraft hat man es hier eigentlich geschafft, überhaupt Sachen zu meistern. Wahrscheinlich merkt man hier auch, dass es ohne dich überhaupt nicht so funktional ist, wie man hier dachte, denn das kommt jetzt ziemlich hinzu. Das, was man doch so toll empfunden hat, geliebt hat, wo man die Kraft reingesteckt hat, übermäßig, ja, da auch halte Maß, übermäßig, macht man sich hier Gedanken und fühlt das auch, irgendwas habe ich falsch aufgeteilt. Irgendwas mit zwei der Schwerter habe ich hier falsch aufgeteilt. Es kann auch sein, dass demjenigen so Sachen reinkommen, ja, wie deine gelassenen Sätze, deine Gedanken, dieses, ja, du steckst und investierst mehr da rein, du wirst schon sehen. Oder mit der wirst du oder mit dem wirst du nicht klarkommen, weil, kann ich dir jetzt schon sagen, das wird jetzt hier so in Waage gebracht, ja. Ist es wirklich überhaupt noch nötig, so viel hineinzugeben für andere? Da ist man ja einfach drin, das sitzt einfach auf der Brust bei deinem Gegenüber. So, hier über das Sprachrohr. Och Mann, Miranda. Guck mal, ich bin schon so krank, dass ich selbst in dritter Person mit mir selber rede. Ich bin's also nicht, die hier vorher. Ich bin's einfach nicht. So, hier macht sich wirklich jemand Gedanken. Wie komme ich denn hier ran? Ja, was ist denn das? Warum versteht mich denn hier keiner? Warum klappt es mit Bindung nicht? Warum bin ich hier derjenige, der nur, wie ihr es in Erlegung hattet, dieser König der Schwerter, warum kann ich hier nicht normale Gespräche führen oder auch nicht anfangen, als Page der Schwerter hier normal zu sprechen und eigentlich das rauszusenden, was ich doch tief im Inneren hier fühle? Das ist so die Ansage. Hier ist jemand komplett verblockt, aber ruht sich dann hier auch einfach aus, ja? Und hier, was eigentlich ganz schön ist, also davon könnt ihr euch nichts kaufen, aber mitnehmen, dass man hier anfängt, aufzulisten und aufzuwerten, was man denn wirklich hatte. Mein Herz war doch voll, ja, mein Herz war doch bedient. Warum habe ich hier übertrieben? Warum habe ich das nicht gesehen? Ich habe doch alles gehabt, was ich wollte. Das war hier so ein überschwängliches Ding von, ich habe die Kontrolle über mein Hab und Gut verloren. Ich habe die Kontrolle über mich selbst verloren. Hier kommt man rein in, ich habe wahrscheinlich überschwänglich auch mit Kohle hausiert, ich habe vielleicht Geld für Sachen ausgegeben, die hätte ich dir vielleicht geben sollen, opfern müssen. Hier ist so, es lebt sich nicht besser, wenn man hier so tut, als hätte man mehr als andere. Das ist schon so dieses arrogante Faker-Verhalten, ja. Ein Bonzenkind zu sein, was man nicht ist, könnte ja auch eine Angabe spielen, was man aber gerne hätte, ja. Und wo man hier absolute Höhenflüge einfach bekommen hat. Ja, und die Höhenflüge haben sich eben auch auf dich projiziert, ne? Die hast du mitgenommen. Deswegen hast du wahrscheinlich auch deinen Weg verpasst. Und jemand sagt dir als Herrscherin, wenn du dich in der ersten Legung gefunden hast, hey, du bist geebnet, ja, du bist geerdet, komm wieder runter, du gehörst da oben nicht hin, wo man dich mit hingenommen hat, ja? Und da, wo du die Schwerelosigkeit gefühlt hast, wo du deine Sicherheit die ganze Zeit suchst. Deswegen gib dir mal wieder einen Ruck, probier dein eigenes Leben selbst zu bestreiten, ja? Denk jetzt nicht daran, was alles passiert, wenn du das neu anfängst und wie viel man machen muss, dass es dir von vornherein schon kompliziert ist, sondern du musst dich jetzt wieder von oben runterholen, dass du mal wieder geistig geebnet bist oder geerdet bist. Und dadurch wirst du deinen Weg, den du bis jetzt nicht kennst und vor dem du tatsächlich Angst hast, wird dir geerdet, wirst du die Lösung kriegen, ja? Hinten raus hattest du den Magier. Und wir haben hier
Betrachte aus der Vogelperspektive. Hier soll sich, ich mache auch noch so, ja, da wo du noch hängst. Dein Gegenüber, bei dem ist es ganz, ganz wichtig, dass ich dein Typ, deine Typ bin. Es kann ja auch sein, dass ihr immer noch zu tun habt, sich hier von oben sieht. Das kann gut sein, dass das hier im Prozess, momentan liegt es normalerweise jetzt hier nicht drin, was ich empfinde. Das ist aber die Angabe von den Engelbotschaften. Das könnte ab dem Punkt, ab dem letzten Punkt hier passieren. Nicht, weil da eine Eule drauf ist, sondern die Vogelperspektive, das innere tiefe Suchen. Wie ist es? Meine Mom schreibt mir gerade, ich habe den Satz einfach nur so fotografisch gerade lesen wollen. Wie ist es, wenn ich meine guten Seiten jetzt wieder erkenne? Weil man sich hier selber schon verloren hat und hier kommen so diese schlechten Gefühle auf. Man kann nur bei psychisch Kranken kriegst du das weg, ja? Oder wenn man sich völlig beballert, Tabletten reinfratzt. Wenn man wirklich nur noch nascht, nascht, nascht von irgendwelchen Substanzen, dann kriegt man das vielleicht hin zu sagen, oh, ich bin der Geilste, ja, auf dieser Welt. Ihr könnt mich alle mal, ihr kommt gar nicht an mich ran. Aber ab dem Punkt, dadurch entstehen ja dann irgendwann wahrscheinlich auch Psychosen und dann seid froh, ja, weil sowas ist eh nicht heilend. Jemand, der mit anderen Mitteln da sich berauscht, wo ihr dann als Normalo, Stino in Anführungsstrichen überhaupt nicht gucken könnt, so, was geht in seinem Schädel oder in ihrem Schädel gerade ab. Oder es kann auch sein, dass Antidepressiva hier im Spiel waren, all so eine Substanzen, da müsst ihr, das ist so die leichte Falle. Die meisten sagen dann, oh, da muss ich aber Rücksicht nehmen. Nee, oh, das wollte ich auch nicht. Man muss keine Rücksicht nehmen bei kranken Menschen. Ihr habt auch ein Recht, ja? Und das ist immer, was ich absolut schlimm finde, wenn sich kranke Menschen ins Internet setzen und das für sich dann noch so rausholen. Und so ein Gefühl hat man manchmal auch, man kann nicht als erkrankter Mensch sagen, du leidest nicht so wie ich, ja? Das sind so Sachen, die finde ich unerhört, weil das ist nicht das, was man sagen kann. Ein seelischer Schmerz kann ein traumatisierter Mensch ein Leben lang genauso mitschleppen. Der muss nicht irgendwie eine diagnostizierte Krankheit haben. Und wenn man sowas schon dagegen stellt, könnte hier so ein Typ Mensch liegen, der psychisch einfach auch so eine Sätze von sich gibt und euch eben die Sicherheit genommen hat und ihr habt da oben gesessen und konntet überhaupt nicht mehr diesen Menschen erreichen, ja? Ob das nun Suff war oder sonst was. Hier ist jemand, der muss sich unbedingt von der Vogelperspektive angucken, wenn es sich hier nicht um ein Krankheitsbild handelt. Alles andere, was hier in die psychische Richtung geht, da kann die Vogelperspektive ja auch nichts mehr bringen. Da müsste dieser Mensch nüchtern sein und sich Hilfe holen, selber, nicht ihr. Das war abstoßend, das war übergriffig, das will derjenige hier nicht hören. Nur dann sieht man sich aus einer schon wieder, aus der Po-Perspektive. Naja, leck mich am Arsch, sagt man ja auch nicht umsonst, ne? Aber das sind hier so die Sachen. Fangt hier nicht an, Mitleid zu haben, weil es hier ein anderer schwerer hatte als ihr. Ich bitte drum und appelliere darum. Das hat damit nichts zu tun. Dann muss sich derjenige vorher Gedanken machen. Oder hat es aufarbeiten können mit euch zusammen. Hat nicht funktioniert. Oder äußert vielleicht auch gar nicht so eine Sätze, ja? Aber es gibt Menschen, die ruhen sich mit Schweregraden aus, dass sie irgendwas machen dürften und verletzter sein könnten als ein anderer. Bullshit. Bullshit, ja? Bullshit. Da kriege ich so ein Rohr. Da pfeffert's mir die Antennen aus der Birne. Es ist Bullshit. Man sollte Mitleid nicht ausnutzen von anderen. Wenn man eine Hilfe bekommt und ihr sagt, okay, wir haben hier geholfen, ja? Oder du hast demjenigen geholfen. Dann hat man hier trotzdem seine Rolle übertrieben und das ist perfekt für dieses heile Maß. Und irgendwann hast auch du ein Recht, dich zu ändern, zu äußern, zu wehren, auch wenn hier vielleicht auch so Wortgefechte gekommen sind, wo du dich vielleicht im Nachhinein schämst. Aber dann waren das deine Waffen, die du auch entgegenbekommen hast. Ich glaube nicht, dass du derjenige warst, der zuerst gefeuert hat. Und da musst du auch aus diesem Mitleidsmodus raus. Ja, Mann, ich war ja auch mal in dem. Nee, das ist ein zwischenmenschliches Miteinander. Und eine Krankheit oder eine Psychose oder sonst was haben in dem Moment nichts mit der Bindung zu tun. Wenn jemand daraus entstehend was bekommt, dann muss man sich befreien. Ja, dann muss man sagen, okay, das war mir zu viel. Es ist hochgekommen, ja, und es hat mich alles krank gemacht. Aber dann erst recht den Narrenweg wählen und dein Gegenüber erst recht von der Vogelperspektive
Perspektive sich sehen lassen. Das ist das, was die Engelkarte demnach hier jetzt zutreffend sagen würde. Das wäre die Lösung für dein Gegenüber, wo du vielleicht bis heute nicht kapierst, wie da jemand noch leben kann mit so einem Gewissen. Aber das wäre so die erste Lösung. Man sieht sich von oben selbst und dann fängt an, Scheiße, ja? Ich bin eigentlich, wenn ich mich von oben, von außen betrachte, bin ich eigentlich das Schlimmste. Da will ich mit mir selber ja gar nicht zusammen sein. Deswegen nehme ich ja Substanzen. Ah, jetzt verstehe ich. Oder deshalb lüge ich sehr oft. Ja, jetzt verstehe ich, weil ich mich ja selber nicht wohlfühle, sagt dein Gegenüber in dem Moment. Und deswegen hat man dich vielleicht auch sehr oft bei anderen schlecht gemacht. Wie es so ist, glaubt man natürlich immer dem Schlechten. Der Mensch ist so ausgelegt, dass man Negativen eher immer glaubt, weil da ist Action, yeah, und Hetze und hu. Ist ja positiv, ist ja langweilig, ja? Sind wir mal ehrlich. Ihr drückt bestimmt auch eher auf eine Schlagzeile rauf, wo ihr denkt so, krass. Und da merkt ihr mal, wie das Gehirn von einem selber ausgerichtet ist, als wenn man einfach nur mal zwingenderweise auf eine Schlagzeile drückt. So habe ich mein Leben in Hülle und Fülle für mich geschenkt bekommen. 10% drücken darauf, ich sag's euch. Alle 90% drücken sofort auf Schlagzeile, wo ich mir denke so, oh, ja, also das ist, füttert euch bitte nicht mit so viel Negativen. Und füttert euch auch nicht daran, euer Gegenüber giftig zu sehen. Wenn, dann sind das wirklich nur so Ansagen hier, wie der Mensch, damit du in Resonanz gehen kannst, sagen kannst, ja, genau so hatte ich das Gefühl auch. Oder ich wusste, das war hier so. Und du für dich sollst einfach deine erste Lösung mitnehmen. Und wenn du dich natürlich in der zweiten Legung gesehen hast, was ja auch sein kann, dann bitte ich auch herzlichst um Verständnis, dass du dich hier nicht von mir angegriffen fühlst, solltest du hier irgendwie zu Pharmika-Sachen greifen, pharmazeutischen Sachen oder so, dann ist das wirklich nur meine Energie, die hier in dem Moment von den Karten rausbrettert, ja. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Denkanstoß, dass ich da nicht hart beseitigt jemand sagen würde, ach Mensch, ich verstehe das schon. Komm, hier, bupp, fratze noch eine Tablette. Nein, ist doch ungesund, ja. Und auch wenn es brauchbar ist, aber wenn man sich dann in dem Moment so verhalten hat, dass man giftig wurde zu den Mitmenschen, dann muss man sich von der Vogelperspektive sehen. Und ich meine hier gerade nicht Medikamente, die jemanden positiv heilen. Ja, bitte nicht falsch verstehen. Das ging hier wirklich um einen Missbrauch der pharmazeutischen Industrie, Substanzen, alkoholischen oder Süchte generell, wo der Mensch einfach die Hilfe von dir nicht sieht und kriegen kann. Nur durch andere. Es ist traurig, ja, weil wir waren alle mal kleine, süße, zappelnde Wesen. Reine Babys, die niemandem Haar gekrümmt hätten, wenn nicht die Erziehung dann dort anfangen würde, fängt schon an, wie bei I ist eine Spinne, fass nicht an. Auch so ein Rotz, ja, da könnte ich mich aufregen drüber. Warum sagt man einem Kind, I, fass die Spinne nicht an? Es suggeriert dem Kind, und das wird jemand, der schreit. Bei einem Weberknecht, bei. Das ist schon programmiert, ja, durch die Eltern. Und da fängt schon dieses innere Kind, auch wenn es lächerlich ist, an. Wenn man wirklich zu allem sagt, oh Gott, hier, fass nicht an Bakterien und hier, wir müssen dir immer alles kaufen, um mitzuhalten. Oder es gibt dann auch Väter, die gerne ihre Sachen kaufen, damit die damit spielen können. Das sind alles so Prozesse, für die wir alle nichts können, ja? Und da guckt auch noch mal so ein bisschen rein. Da muss sich dein Gegenüber auch sehr stark befunden haben in so einen Linien, dass man hier jemandem sehr viel vorgelebt hat, wie es ist, nicht zu kommunizieren. Wie es ist, schon fast über verbaler Kommunikation keine Empathie mit reinfließen zu lassen. Und nein, hier liegt kein Narzisst. Ich möchte sowas nicht in den Kommentaren lesen, weil ganz ehrlich, auch da ist es mir Wurst, ihr wollt eine ehrliche Frau an der Kamera sehen. Ich kann es nicht mehr lesen mit den Narzissten. Es tut mir leid. Ich kann es wirklich nicht mehr lesen mit Narzissten, weil ich. Es ist ärztlich bestätigt worden, ja, natürlich, es kann gut sein, dass jemand an Narzissten gerät, aber ich will es, ich kann diese modernen Schlagworte nicht mehr hören, ja. Es gibt für mich keinen Unterschied, ob jemand unterentwickelt ist in der Psyche oder der kann euch genauso wehtun. Dafür muss man nicht ein Narzisst sein. Die Tricks, es hat jetzt hier wieder einen Namen gegeben und ich weiß, da kloppe ich mich hier wieder raus, aber Mensch ist Mensch, ja. Ihr müsst euren Weg laufen und nicht daran hinterherhinken,
Wird es jetzt besser, das Bild? Also ich meine es nicht schmeckern, aber wird es denn jetzt besser für einen selber als Entschuldigung, ich hatte es mit einem Narzissten zu tun? Oder jemand war einfach nur in seiner inneren Kindentwicklung zurückgeblieben, hat es nicht gelernt, war ein böser Mensch, hat sich böse entwickelt, weil man sich aufgegeben hat, ja? Und das Schöne ist, man hat sich dir ja angenommen, weil man irgendwas gesehen hat, was bei dir wunderbar ist, was man brauchte als Herrscherin. Man hat dich ja gebraucht. Das ist dein Wert, den du verloren hast, ja, zu sehen. Du bist eine brauchbare Person. Ansonsten wäre man nicht mit dir zusammen gewesen. Sonst wärst du heute ein Mensch, der noch nie eine Bindung, Beziehung gehabt hätte. Aber dieses war ein Narzisst, war psychisch, war ein Teufel. Es war ein Mensch, okay? Es war einfach ein Mensch. Und ja, es gibt Stufen, wo man es wahrscheinlich diagnostizieren könnte, aber ich kann mir teilweise nicht vorstellen, dass ihr mitgegangen seid und demjenigen dann bestätigt wurde, oh, herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein Narzisst, ja? Da könnt ihr doch nicht daneben gesessen haben, kann mir doch keiner erzählen. Wer lässt sich denn freiwillig sowas bestätigen? Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber für euch sollte es egal sein, ob da ein Narzisst an der Macht war oder nicht. Ihr habt euch entmachten lassen. Das ist der Hauptpunkt. Alles andere an Überbegriffen, wenn sie psychologisch da reinpassen, ist für mich immer, ganz ehrlich, ist für mich eine ganz schwache Entschuldigung und auch der falscheste Weg, jemanden schlafen zu legen. Du kannst nichts dafür. Es war ein Narzisst, es war deine Prüfung. Was für eine Prüfung? Hilft es jetzt jemand leichter, Narzissten demnächst auseinanderzuhalten? Nein. Weil wenn ihr wirklich einen Narzissten an der Seite hattet, werdet ihr den Prozess nie mehr kennen. So, wo ist denn jetzt da die Hilfe vom Psychologen? Narzissten merkt ihr erstmal nicht, obwohl sie einige Punkte haben, die sofort sichtbar wären in einer Beziehung oder beim Date zumindest, ja. Aber es ist für euch keine Hilfe, ob ihr Narzissten hattet oder ihr einfach nicht zusammengepasst habt. Boah, ich muss raus. Ich wollte es hier nicht irgendwie überstrapazieren, aber wenn ich so, das Internet ist voll mit so einen Überschriften, ja, und ich denke mir so, oh, aua, Kopfschmerz, Kopfschmerz, da traust du dich ja nicht mal mehr irgendwie temperamentvoll zu sein, da wirst du ja gleich als Narzisst abgestempelt, ja, es gibt verschiedene Stufen von, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von euch mit in der Therapiestunde war, die gibt es wahrscheinlich schon, dann sind es wirklich krank diagnostizierte Menschen, die dafür aber auch nichts können, ja, muss man dazu sagen. Man kann die ja nicht einfach aus der Welt entfernen. Aber selten, also ich glaube eher daran, dass viele nach Videos gehen und dann hier irgendwie so einen primitiven Bogen da ausfüllen. Die Dinger gibt es ja auch im Internet, diese Online-Tests, wo ich mir auch an den Kopf fasse, ja. Also darüber stolpert man, wenn man mit irgendwelchen Texts zu tun hat, die man mal für sich selbst guckt im Internet, in Videos. Und man denkt sich so, hä, was wird mir hier vorgeschlagen? Test, ob man Narzisst ist und so eine Dinger, ja? Also, oh, Hilfe. Da, die wollen wahrscheinlich auch noch was von euch. Keine Ahnung, ihr Lieben. Mua, die Sonne scheint. Wow, rausgebrüllt, rausgebrüllt. Die ganze Zeit war es am Regnen, jetzt kommt die Sonne. Ich bin befreit. Ich stelle das Engelchen nochmal hin. Ich will nicht, dass ihr mit ganz, ganz schwerer Energie hier rausgeht. Aber hier kriegt er den Input. Hier wird Samthandschuhe habe ich leider nicht, ja, es tut mir echt leid. Bleibt gesund, bis bald. Tschüssi.